Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Vielleicht wird's heute krass, denn ich habe heute den Blissim-Adventskalender für euch. Der soll ein krasses Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender kostet nämlich für die Abonnenten 59,99 Euro, regulär sind es 69,99 Euro. Der soll aber einen Warenwert von 400 Euro beinhalten. Ich bin mal gespannt, um ehrlich zu sein. Die Blissim-Box ist eine Box, die eigentlich so aus Frankreich kommt und die dann quasi durch euch, meine wundervollen Abonnenten, quasi hier hingeholt wurde, weil ich dann angefangen habe, die französische Box auch auszupacken und dann quasi Blissim gemerkt hat, okay, die Deutschen stehen auf diese Box und haben dann Blissim nach Deutschland geholt. Mega nice. Und ich habe normalerweise für die Blissim-Box den Code BlissimClaudine. Damit könnt ihr sparen. Ich weiß noch nicht, ob der auf den Adventskalender gilt. Das sehen wir dann. Ansonsten, wenn du Bock aufs Abo haben solltest, ist auch nochmal alles in der Infobox verlinkt. Und nicht nur ich stelle diesen Adventskalender gerade vor, sondern auch die liebe Nicole von Chiquitas Place. Wir haben uns beide den Adventskalender selber gekauft und möchten einfach wissen, was drin ist. Ja, von außen sieht er schon mal ganz nice aus. Das macht Blissim eigentlich jedes Jahr richtig nice, ne? Dass du hier so ein Buchdesign quasi hast. Da muss man manchmal ein bisschen aufpassen beim Aufklappen. Denn da fallen manchmal Boxen raus. Ah, ich habe auf jeden Fall schon mal hier so einen Einleger mit drin. Auf Französisch, läuft. Und so schaut er immer von innen aus. Er ist halbwegs weihnachtlich. Ne? Das Dunkelrot ist weihnachtlich. Das Pinke drumherum, naja. Blissim steht in der Mitte. Das ist natürlich sehr süß gemacht und sehr schön versteckt. Und jetzt würde ich sagen, nicht lang schnacken. Wir schauen in den Adventskalender. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal. Ich würde mich mega freuen, wenn auch du mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise verfolgen würdest. Genau, wenn du mit mir gehen würdest. Und alle, die mich schon abonniert haben und mich schon begleiten, sage ich nochmal von Herzen vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Es ist einfach wundervoll mit euch. Hier starten wir jetzt erstmal am 1. Dezember. Das geht schon mal gut los, ne? Wir haben hier einen Duft drin. Das ist der Star Night Eau de Parfum Pailleté Glittery. Oh, da muss man aufpassen, ne? Nicht, dass man sich dann auch irgendwie glittery macht. Von Adopt 30 Milliliter. Das ist interessant. Das ist so ein richtig glitzernder Duft. Also du hast ja auch wirklich Schimmerpartikel mit drin, die dann so wie Fairy Dust auf dich draufkommen werden. Ich glitzer jetzt gleich hier von hier bis nach Meppen. Oh, der gefällt mir aber. Der gefällt mir richtig gut. Habe ich jetzt eher... Ich habe hier richtig krass Glitzer auf meinen Armen. Huh! Der hat auch was Peachiges mit dabei, aber auch was Warmes. Am 2. Dezember haben wir ein etwas größeres Büchslein. Das heißt aber nicht unbedingt was. Too Pretty von Sophia und Mabey. Schön! Highlighter und Blush Duo. Mir persönlich ist der Highlighter jetzt schon direkt, ne? Zu dunkel. Der Blush könnte funktionieren. Das ist jetzt nicht unbedingt so eine Marke, die sehr hochwertige Verpackungsdesigns macht, um das mal so zu sagen. Aber ich glaube, es ist generell vom Produkt her eine schöne Sache, dass man hier Blush und Highlighter drin hat. Achso, das ist noch komplett verschweißt. Lasse ich erstmal zu, weil ungefähr ein oder zwei Produkte aus diesem Adventskalender werden sowieso nur bei mir bleiben. Der Rest wird ja sowieso gespendet oder in Verlosungen richtig viel auch weitergegeben. Also von daher, ne, lasse ich vieles einfach auch mal zu. Der Blush sieht aber wunderschön aus. Den mag ich richtig gerne leihen. Aber wie gesagt, der Highlighter ist mir sehr, 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 sehr wahrscheinlich zu dunkel. Kann man aber natürlich auch als Lidschattenzweck entfremden. Selbstverständlich auch mit dabei ist eine große Nummer 3. Also zum Wiederbefüllen ist der Adventskalender für mich jedes Jahr aufs Neue super, ne? Von Mud Maski habe ich hier ein Serum Infused Moisturizer. Quasi eine feuchtigkeitsspendende Creme, die auch gleichzeitig irgendwas Serummäßiges mit drin hat. Anti-Aging, Hydrating, Soothing, Nourishing, Purifying, Made in France, Fragrance Free. Boom, 40 Milliliter. Das ist auch eine vernünftige Größe, kannst du nicht anders sagen, ne? Und damit sollst du dann halt quasi dir das Serum sparen können. Hier haben wir die Nummer 4. Ah, guck mal, hier haben wir Polar drin. Und zwar ist es ein Lipbalm. La Veritable Creme de la Ponie, 10 Milliliter. Genau, das ist diese Genuine Lapland Cream als Lippenbalsam. Kann man sehr, sehr gut in der Winterzeit gebrauchen, wenn alle Lippengeschichten halt immer so spröde sind. Haare sind trocken, Haut ist trocken, alles ist super unangenehm, weil die Heizungsluft uns so sehr austrocknet. Ne? Macht Sinn. Ein 5. Dezember, der sich anfühlt, als wäre nichts drin, aber es ist irgendwas drin. Ein Stift. Aha.
von Duos, Fierce and Fine Graphic Pen. Das dürfte eine Originalgröße mit 1,1 ml sein. Und solche Eyeliner mag ich persönlich ja richtig gerne. Ne? Das ist halt einfach so ein Schwämmchen-Applikator und damit kann man sehr feine Linien ziehen. Das finde ich schön. Der 6. Dezember, Nikolaus. Hier haben wir eine schwarze Tube, Keragan. Das ist eine Keratinmaske, wahrscheinlich auch mit Argan. 100% Maske, natürlich. Nee, Maske, alle Keratin. Was reden? Wow, das ist für die Haare, eine Maske. So, und die soll Schein und Strahlkraft geben mit 75 Millilitern. Und das sieht doch super aus. Ohne Sulfate, GMO und Mineralöle, also ohne Gentechnik, verändertes Material. Das ist Non-GMO. Und ja. Interessant. Haarmaske. Kann ich immer gut gebrauchen. Hier haben wir jetzt den 7. Dezember. Dann schauen wir mal, was wir hier dran finden. Paula's Choice. Oh, Clear. Anti-Redness Exfoliating Solution mit Salicylsäure. Okay, 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Da muss man sich ein bisschen rantesten. Bei chemischen Peelings sage ich das immer. Ich finde es super, dass es am Anfang vom Adventskalender drin ist, weil da kann die Haut sich ein bisschen dran gewöhnen. 30 Milliliter reichen dir wirklich ewig. Und Salicylsäure kannst du auch super verwenden, wenn du so im Nacken oder so auf dem Rücken oder im Hals-Dekolleté-Bereich so Pickelchen hast. Ne? Kriegt man super damit weg. Ich habe hier ein Video zu Peelings gemacht, da erzähle ich ein bisschen mehr dazu. Eine sehr schwere Nummer 8 darf jetzt machen, das ist Krach. Mal schauen, ob sie das hinbekommt. Pink Paradise, Après Shampooing, ein Conditioner, 100 ml von Les Secrets de Loli, habe ich auch letztens schon mal verwendet. Ich weiß aber nicht, ob das der hier war. Ich meine, dass der gut war. Weiß ich nicht, ich rieche immer nur noch den Duft. Der ist wirklich sehr, sehr zitrisch jetzt geworden, ne? Oh, wow. In der Nummer 9 dürfen wir uns über unser nächstes Beauty-Schätzchen freuen. Das ist ein festes Produkt von Unbottled. Fürs Gesicht ist das ein Extra Gentle Facial Cleanser. Schön, ein Gesichtsreinigungsprodukt. 30 Gramm sind hier drin enthalten. Gesichtsreinigung kann man immer gut gebrauchen. Für mich ist das einzige Manko hier dran, dass es halt die feste Variante ist. Das ist bei mir meistens zu austrocknend und zu intensiv, ne, sodass ich da einfach mit meiner sensiblen und sehr trockenen Haut nicht ganz so gut mit klarkomme. Aber schön, dass wir eine Gesichtsreinigung hier drin haben. Ja. Sehr leicht darf es jetzt hier in der Nummer 10 weitergehen. Mal sehen, was wir hier drin finden. Ein Tool. Was bist du denn? Glycine. Was bist du? Das ist ein Mini-Peeling-Tool. Oder? Ey. Oder ein Multitool. Ich lasse es jetzt mal drin. Zum Peelen. Hätte ich jetzt gedacht. Zum Peelen. Zum verrückte Stellen peelen. Und hier vielleicht ein Spatel mit dabei. Das ist abgefahren, Leute. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Enthält ein dekoratives Kosmetikprodukt und zwar von MAC. Eyeshadow, das ist 1,5 Gramm in der Farbnuance Swiss Chocolate in Matt. Das ist ein super klassischer Lidschatten. Ja, solche Monolidschatten sammle ich immer und mache daraus Monolidschatten-Adventskalender. Ne? Und die werden dann auch in nächster Zeit verlost werden. Das ist ein schöner Ton, aber den habe ich schon in 100 Milliarden Paletten gefüllt drin. Ein sehr dunkler, sehr warmer Braunton. Sieht aber süß aus. Also für Leute, die halt wirklich dann nur ein schnelles Augen-Make-up morgens machen möchten, sind Monolidschatten halt auch einfach perfekt, ne? Und ja, die liebe Nicole und ich haben den Make-Adventskalender ebenfalls bestellt. Und das hat unser Konto jeweils echt zum Weinen gebracht. Halbzeit, die Nummer 12. Bahia. Das ist eine Marke, die uns auch in der Blissin-Box öfters über den Weg läuft. Vitalité. Das ist für das Gesicht ein Peeling mit Zucker. Oh, 25 Milliliter würde ich, wenn ich den Adventskalender selber auspacken würde und das Produkt behalten würde, zum Beispiel für meinen Körper umfunktionieren. Da mag ich gerne Zuckerpeelings im Gesicht, mag ich keine mechanischen Peelings. Chemische Peelings mag ich sehr gerne. Die scheinen auch bei dem Adventskalender-Design nicht so viel verändert zu haben, denn Zwischenebenen suchen wir immer noch vergeblich. Ja, nachdem wir eine schöne erste Halbzeit hatten, gehe ich jetzt an den 13. Dezember und man darf nicht vergessen, dass der Adventskalender ja im Prinzip nur 60 Euro kostet, ne? Das ist schon wichtig. Da habe ich Le Petit Prodige drin. Ein Baume Multi-Usage. Ach, das kannst du mehrfach für irgendwas verwenden.
ich weiß jetzt nicht, wie viel Gramm hier drin sind. Das steht hier nicht drauf. Das ist so ein ganz, ganz kleines Pöttchen. Le Baume Coco, das ist einfach ein Kokosbalsam. Das kann man für die Lippen verwenden, für trockene Ellenbogen oder raue Schienbeine zum Beispiel. Ne? Da hat man dann einfach so ein festes Produkt drin, was aber halt in Kontakt mit der Wärme, der Körperwärme zum Beispiel, ein bisschen sich verflüssigt und sich dann schön verteilen lässt. Der 14. Dezember enthält etwas Dekoratives. Josephine Cosmetics Glamorously Healthy. Das hatte ich auch schon mal irgendwo. Für die Augen. Da sind 6 Gramm drin enthalten. Und ich, ja, Meet Layla ist ja die Farbbezeichnung. Ich glaube, das ist ein Liquid Eyeshadow. Oh. Das ist schwarz. In der Farbe hatten wir das aber noch nicht drin, du. Kannst du bestimmt auch super als Base nehmen. Also es ist halt echt schwarz, ne? Schwarz, schwarz. Und als Base nehmen und dir das dann so auf dein Lid geben, ein bisschen ausmoken und dir dann so ein bisschen Highlighter zum Beispiel drauf toppen oder so oder einen schimmernden Lidschatten. Das kann abgehen, aber das ist schon sehr intensiv. Wow. Auch der 15. Dezember ist erstaunlich leicht. Ein Tool von Blissim auch nochmal. Ja gut, haben sie 2 Tools von sich selber reingepackt. Das sind so Haarklammern. Die haben auch so Sparkles mit drin. Die kann man ganz gut verwenden, um zum Beispiel beim Schminken die Haare aus dem Gesicht zu klipsen. Oder kann man ja auch so dekorativ so drin haben, ne? Hübsch. Der 16. Dezember ist hingegen super schwer und super voll. Oh mein Gott, ne? Also wirklich, Halleluja. Wir hatten eine Maske drin, wir hatten einen Conditioner drin und jetzt haben wir noch einen Conditioner drin. Leute, die haben auch nicht draus gelernt. Das hatten wir letztes Jahr, glaube ich, auch, dass wir super viele Conditioner drin hatten. Mach doch mal anstelle von einem Conditioner ein Shampoo rein. Natural Tech Wellbeing Conditioner, Hydrating Conditioner for all kinds of hair. Ja, 150 ml von Davin. Davin ist eine super tolle Haarmarke. Mag ich gerne. Habe ich auch schon welche, also Sachen von verwendet, ne? Das macht auch richtig Freude. Aber Leute, warum macht ihr hier 2 Conditioner rein? Mach doch lieber einen Conditioner und ein Shampoo rein. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember mit Able Skincare. Ja, irgendwoher wollen ja auch die 400 Euro kommen, ne? Ultra Plus Kollagen Eye Rescue Therapy. Das sind 10 ml von einer Augencreme. Das schaut einmal so aus. Und sowas finde ich sehr charmant. Augencremes können wir gut gebrauchen. Able Skincare ist auch wieder sowas wie Avant, ne? Super teuer. Wird man sich jetzt wahrscheinlich eher nicht so nicht nachkaufen. Aber ich glaube, dass es von den Inhaltsstoffen her eigentlich eine ganz gute Sache ist. Und man sich einfach drüber freuen kann, wenn es mit drin ist. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich jetzt den 18. Dezember und ja, wir haben wieder ein Tool drin. Und zwar von Blissim selber. Das ist echt so ein kleiner Running Gag gerade, muss ich sagen. Aber gut, ja, das ist ein Scrunchie. Scrunchies kann man gebrauchen, wenn man lange Haare hat. Ne? Also für mich wäre das jetzt nicht so, dass ich mir damit einen Bommel machen würde. Das ist halt eher so zu Dekozwecken, dafür ist es mir nicht weit genug. Das würde ich so nicht hinkriegen. Aber ja, die Farbe darüber lässt sich streiten. Ne? Für mich ist es so ein bisschen, es soll, glaube ich, Gold sein. Sieht für mich aber halt ein bisschen komisch gelb aus. Nun denn, schauen wir in den 19. Dezember hinein. Was wird hier wohl drin sein? Oh, fein. Ja, das kann sie. Endro Cosmetics Real Lacte Dermatique, was? Ein Pflaumenöl für Gesicht, Augen und Lippen. Beruhigend. Ein Reinigungsöl ist das. Ach, 15 ml ist jetzt keine große Größe. Das ist aus Glas übrigens. Und das ist der erste Schritt vom Double Cleansing. Das heißt, ich würde erst das verwenden und danach würde ich das verwenden. Und zack, sind wir im 20er Bereich. Hier habe ich den 20. Dezember. Hier steht Hair drauf. Es ist von NYX Hair Prodigieux. Das ist ein Highshine Conditioner. Die machen das schon wieder. Die packen hier schon wieder 1000 Conditioner rein, aber kein Shampoo. Mein Monk weint, Leute. Mit fermentiertem pinken Kamillenöl. Interessant. 30 ml sind hier drin. Und ja, es ist halt wieder ein Conditioner. Warum? Mach doch ein Shampoo rein. Das macht mich wahnsinnig. In der 24, sehr wahrscheinlich. Verwirrend das Ganze, ne? Der 20er Bereich macht weiter und hat hier den 21. Dezember drin. Hier haben wir das Sunday Riley Luna Retinoid Sleeping Night Oil mit 5 ml drin. Ja, das ist ja keine große Größe. Ich lasse das zu, weil, ja, genau, weil das noch verklebt ist und wie gesagt, sehr viel geht weiter. Retinol mag ich sehr gerne. Das ist so der Slow-Aging-Wirkstoff schlechthin. Das soll quasi das Erscheinungsbild verschönern. Ne? Also die Poren, die Falten, die Altersflecken quasi, also die Sonnenschäden und so. Und ja, du kommst da jetzt nicht 4 Wochen mit aus. Hier steht, nach 4 Wochen siehst du ein Ergebnis.
Auch hier, ich habe euch das Wirkstoffvideo, glaube ich, eingeblendet. Ne? Guckt einfach bei den ganzen Wirkstoffen, inwiefern das was für euch ist. Ich liebe Retinol sehr. Und hier haben wir ihn, die zweite und letzte Schnapszahl am 22. Dezember. Das ist ja cool. Das ist Juliet Has a Gun Ode oder Ode to Dullness. 5 ml. Wir haben hier ein Parfüm drin. Das finde ich jetzt schön. Das haben, also haben die ja auch schon am Anfang reingemacht, eins, ne? Ne, das finde ich sehr charmant, ne? Und die Juliet Has a Gun Düfte sind toll. Es soll auf jeden Fall pudrig sein mit Bediane, da weiß ich nicht, was es ist, Kaschmir, Sandelholz und Tonkabohne. Könnte funktionieren. Also am 23. Dezember erwarte ich jetzt irgendwie noch dekorative Kosmetik und am 24. erwarte ich ein Shampoo. Einfach aus Gag. hier haben wir ein Lipgloss drin von Basic Beauty. Nee, ein Lippenöl ist das tatsächlich. Das dürfte auch eine Originalgröße sein. Hier steht zwar drauf, not for resale. Herzlichen Glückwunsch, ne? Aber ja, da schaue ich halt drüber hinweg. Da bin ich halt nicht so. Ja, Clueless und da sind 3,2 Gramm drin enthalten. So schaut es aus. Und ich glaube, auch so ein transparenter Lipgloss oder ein Lippenöl ist eigentlich immer eine ganz gute Sache. Das ist so ein Zwischending zwischen Lippenpflege und Lipgloss quasi in dem Sinne. Nee, sonst hatten wir keine Lippenfarbe hier drin, ne? Nee, finde ich aber auch gut, ehrlich gesagt. Weil wer braucht den fünften klassisch roten Lippenstift? Auch wenn man das eigentlich so erwartet, aber ich finde es gut. Wetten werden noch angenommen am 24. Dezember. Pausiert das Video und spekuliert gerne in den Kommis. Aber ich hätte jetzt hier wirklich auch ein Shampoo getippt. Hier haben wir aber drin, ein Moisturizer von Caudalie Vino Hydra. Das ist eine Sorbet oder ein Sorbet Cream Moisturizer mit Hyaluronsäure, Traubenwasser und Kamille für normale Haut mit 60 Millilitern. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Sache, die wahrscheinlich jeder gut verwenden kann. Caudalie habe ich jetzt eigentlich ganz gut so in Erinnerung, was ich auch getestet habe. Manche Sachen waren dann vielleicht ein bisschen zu intensiv und nicht unbedingt für meine trockene, sensible Haut geeignet. Aber ich glaube, hiermit macht man so nichts verkehrt, ne? Puh ja, also ich glaube, hier wieder so eine relativ durchwachsene Kiste. Ich hätte mir mehr Kosmetik, dekorative Kosmetik gewünscht, auch wenn wir hier eigentlich ganz gut was drin haben. Leute, wir haben Blush, Highlighter, wir haben zwei Parfums, wir haben Lippenprodukt, wir haben Augenprodukt, wir haben noch ein Augenprodukt, noch ein Augenprodukt. Eigentlich sind hier ganz gute Sachen drin. Und von der Pflege her finde ich das irgendwie ein bisschen gewürfelt, weil wir halt mal wieder unsere drei Conditioner hier drin finden. Ich weiß auch nicht, was Blissim da für ein Spleen mit hat. Aber ja, ein Shampoo wäre irgendwie anstelle von einem der Conditioner ganz nice gewesen. Auch wenn ich mich über die Conditioner freue, ne? Das sind ja ganz nice Produkte. Ich weiß es nicht. Also mich holt dieser Adventskalender nicht hundertprozentig ab, auch wenn wir hier teilweise richtig krasse Marken drin haben. Aber ich glaube, ich meine, das ist ja auch einer für 59,99 und nicht einer für 159,99. Das darf man halt die ganze Zeit über nicht vergessen. Und dafür finde ich den richtig gut, um ehrlich zu sein. Manchmal ist es auch so, als kleine Idee, dass wenn halt eine Firma, die selber auch solche Tools oder Produkte auch irgendwie mit im Sortiment hat, ne? Dass die, die dann mit in den Adventskalender reinpacken, so eine Art Notlösung sein könnte vielleicht, wenn die Firma, die eigentlich das Kläppchen hätte befüllen sollen, nicht rechtzeitig geliefert hat oder kurzfristig absagt. Das ist halt immer so mein Gedanke dahinter, dass ich denke, okay, es könnte ja sein, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, weil so fühlt es sich ein bisschen auch an, ne? Aber gut, ja, ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Adventskalender in die Kommentare und dann wäre es hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wenn Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.